In diesen Tagen erhalten wir eine Unmenge von zumeist schlechten Nachrichten aus der Ukraine. Wir denken da ganz spontan an Mariupol, an die leidenden Zivilisten, an die Toten auf beiden Seiten der Front. Aber es gibt eine weitere Problematik, über die sehr wenig gesprochen wird. Und dazu bin ich jetzt verbunden mit Frau Hedwig von Beverförde von Demo für alle. Der Krieg betrifft ja nicht nur die Menschen, die in der Ukraine leben, die Geborenen, sondern betrifft teilweise ja schon die Ungeborenen. Und da gibt es ein ganz, ganz großes Problem, für das Sie jetzt von der Initiative Demo für alle kürzlich hingewiesen haben. Leihmutterschaft in der Krise. Genau. Leihmutterschaft ist ein riesengroßes Geschäftsmodell, gerade in der Ukraine, seit vielen Jahren, weil die Ukraine eines der ärmsten Länder in Europa ist und ja, es dort besonders günstig quasi angeboten werden kann, weshalb sehr, sehr viele reiche westliche Paare dort ein Kind austragen lassen von einer Leihmutter. Und das Ganze funktioniert ja in einem gewissen gesetzlichen Rahmen, der in der Ukraine extrem liberal ist. Den wenigsten Menschen war das bisher so bewusst. Es gibt ja nur ganz wenige Länder auf der Welt, wo Leihmutterschaft tatsächlich in diesem Umfang möglich ist. Wie läuft das in der Praxis ab? Da ist ein Paar aus Westeuropa, das wünscht sich Kinder und möchte quasi eine Leihmutter haben. Wie schaut das aus? Ja, da kann man ins Internet gehen und auf eine von diesen vielen Anbieterseiten gucken und man wird dann sicherlich sich auch schon relativ schnell herausfinden, dass es, wie gesagt, zum Beispiel in der Ukraine besonders günstig und gut möglich ist. Und dann wird man dort mit einer von den großen, mit einem Anbieter von diesen Reproduktionskliniken in irgendeiner Weise handelseinig. Man muss dann, soweit ich das weiß, in die Ukraine fahren als Gestelleltern, dort einen Vertrag abschließen über eine solche über eine solche Leihmutterschaftsvereinbarung. Und man entscheidet sich dann für ein bestimmtes Paket, was unterschiedliche Preise hat. Zum Beispiel gibt es das Rundum-Sorglos-Paket. Also das alles muss man gewissermaßen alles in Anführungsstrichen setzen, weil es natürlich sich um Menschen handelt. Es ist grauenhaft eigentlich, aber so wird es de facto, läuft es so ab, wo also bis hin zur Garantie, dass man ein Kind auch wirklich bekommt, egal wie viele Versuche, da stattfinden müssen, IVF-Versuche, also In-vitro-Fertilisationsversuche, wie viele Embryonen vielleicht eingesetzt werden müssen, damit irgendwann am Ende wirklich ein gesundes Kind tatsächlich geliefert werden kann. Vielleicht muss man an dieser Stelle gerade noch einschieben. In-vitro-Fertilisation ist ja nicht so einfach. Das ist keine Straightforward-Technologie, sondern es kann relativ viele Versuche brauchen, bis tatsächlich eine Schwangerschaft zustande kommt. All diese Dinge würden dann quasi vertraglich schon geregelt werden. Das heißt, die Leihmutter würde nur dann quasi zu ihrem Geld kommen und die Bestelleltern zu ihrem Kind, wenn das Ganze so gut geht, so klappt wie ursprünglich vorgesehen. Ist das richtig? Ganz genau. Und wie gesagt, wenn man, je nachdem, welchen Vertrag man abschließt, gibt es dann ein Risiko, dass man wirklich auch ein Kind bekommt am Ende oder eben nicht. Also werden dann Preise aufgerufen, von 40.000 bis nach oben offen 100.000 Euro pro Kind. Ja, dass man dann wirklich auch ein Kind am Ende bekommt. Ja, und dann, das kann also auch dahin gehen, dass man aussuchen kann, welches Geschlecht man haben möchte. Die Leihmütter, die dafür benötigt werden, sind im Allgemeinen tatsächlich schon Mütter, die eigene Kinder haben, eigene Familie haben. Und junge Frauen, die werden dann im Grunde angelockt, weil eben die Ukraine sehr geringe Durchschnittslöhne bietet im Allgemeinen und bekommen dann so circa 9.000 Euro für so eine Schwangerschaft, an deren Ende dann tatsächlich auch ein gesundes Kind besteht. 9.000 Euro, das heißt 1.000 Euro pro Monat während der Tragezeit, die natürlich auch viel, viel länger sein kann. Sie erwähnten gerade, man kann in manchen dieser Verträgen sogar gar sich das Geschlecht aussuchen. Wie geht denn das? Ist das dann eine selektive Abtreibung, die am Ende einer
eines ungewollten Geschlechts des Kindes stehen würde? Oder wie stellt man sich das vor? Also das wird wahrscheinlich vorher schon geprüft, bevor die Embryonen eingesetzt werden. De facto werden aber auf jeden Fall auch selektive und also Aborte, Abtreibungen vorgenommen. Also das gehört ganz klar mit zu diesem gesamten Geschäftsmodell, dass wenn das Kind nicht passt aus irgendeinem Grund, sei es, dass es etwas nicht in Ordnung ist mit dem Kind während der Schwangerschaft oder vielleicht auch das falsche Geschlecht hat oder irgendetwas, das Kind sich als krank erweist, dann ist mit drin schon in den Verträgen und da müssen diese Leihmütter auch zustimmen, dass diese Kinder dann abgetrieben werden können zwischendurch. Gar nicht zu reden jetzt auch von den eingefrorenen Embryonen, die sozusagen schon vorher produziert werden, um sie dann einzupflanzen, die natürlich auch ein riesiges Problem darstellt, ein ethisches. Also das Ganze ist ethisch eine Katastrophe. Also egal an welcher Stelle man da schaut, ist es unglaublich, es ist menschenunwürdig, das ganze Prozedere. Das ist auch eine Erklärung dafür, dass es in den allermeisten Ländern eben nicht statthaft ist. In der Ukraine ist es möglich. Also wenn eine Frau jetzt ein solches Kind zur Welt bringt, wer sind dann die Eltern? Wer ist dann die Mutter, die Gebärmutter? Wie schaut das rechtlich aus? Denn die Bestelleltern müssen ja dann auch einen Eintrag im Geburtsregister haben, dass sie tatsächlich Eltern dieses Kindes sind und jedes Sorgerecht haben. Ganz genau. Und das ist genau die Problematik, weshalb man das nur in Ländern machen kann, die das quasi diese kommerzielle Leihmutterschaft auch erlauben. Und die Ukraine ist eben in Europa eines dieser wenigen Länder, die das in dieser Form erlauben. Es läuft dann so ab, dass die Bestelleltern in die Ukraine fahren müssen, ein zweites Mal, um dann ihr Kind, was dann geboren ist, abzuholen. Und dort können sie es dann eintragen lassen in das dortige Geburtenregister, Standesamt, und werden dann direkt von Anfang an als die Eltern des Kindes eingetragen. Das genau ist der Punkt. Das heißt, die gebärende Mutter, die Leihmutter, die das Kind auf die Welt bringt, meistens übrigens per Kaiserschnitt und gar nicht unbedingt per Spontangeburt, taucht dann überhaupt gar nicht mehr auf. Das heißt, auch die Kinder haben dann letztendlich gar keine, wissen gar nicht, wer ihre echte, zumindest doch Gebärmutter ist. Ja? Es ist also auch an dieser Stelle werden nicht nur die Rechte von Frauen und Müttern, die letztendlich ausgebeutet werden, deren Bauch letztendlich nur gemietet wird und die damit zu einer Gebärmaschine degradiert werden, missachtet, sondern es werden insbesondere auch dieses natürliche, wirkliche Recht eines jeden Menschenkindes wird mit Füßen getreten, wenigstens zu wissen, wer die eigenen Eltern sind und ja, in wessen Bauch es herangewachsen ist. Dagegen wird wahrscheinlich dann gehalten, es gibt das Recht der Bestelleltern auf ein Kind. Gibt es ein Recht auf Kind? So gefragt, pointiert. Ich glaube, das kann man ganz klar verneinen. Es kann kein Recht auf ein Kind geben, weil es dann eben bedeutet, dass Kinder letztendlich auch käuflich sein müssen. Was man genau das jetzt hier hat bei der Leihmutterschaft, bei der kommerziellen. Es ist ja nichts anderes als Kinderhandel, Menschenhandel. Und es kann kein Recht auf ein Kind geben, ethischerseits. Das ist völlig ausgeschlossen. Soweit haben wir mal die grundsätzliche Situation genannt. Vor circa anderthalb Jahren kam Ukraine bereits in die Schlagzeilen bezüglich dieser Leihmutterschaft, weil Corona-bedingt viele Eltern ihre bestellten Babys einfach nicht abholen konnten. Da waren also Stationen, es hat schreckliche Bilder gegeben damals, wo sie zu Dutzenden dort gelegen sind, die Neugeborenen, die nicht mehr so Neugeborenen, darauf gewartet haben, dass die Eltern kommen können. Jetzt der Ukraine-Krieg schafft eine ähnliche Situation. Was haben Sie an aktuellen Informationen, wie es dort ausschaut? Die Problematik jetzt ist, dass die Leihmütter müssen ihre Kinder in der Ukraine gebären. Wenn sie in einem anderen europäischen Land gebären, dann gelten sie als die natürlichen Mütter. Das heißt, sie werden dann als Mütter auch eingetragen für das Kind und können ihre
Leihkinder quasi nicht an deren Bestelleltern aushändigen. Das würde dann als Kinderhandel in anderen Ländern gelten. Und sie würden dann sogar natürlich als die Mutter selber gelten und würde ihren Vertrag verletzen, damit weder Geld noch sehen, sondern ein fremdes Kind plötzlich als ihr eigenes Kind eingetragen bekommen. Richtig, mit allen Rechten und Pflichten natürlich auch. Genau das soll ja natürlich vermieden werden von allen Seiten. Und deswegen müssen die Mütter unbedingt in der Ukraine ihr Kind gebären. Das heißt, dass ein guter Teil der Mütter in der Ukraine verbleiben muss, also nicht jetzt in sichere Länder ausweichen kann. Oder aber teilweise werden sie auch von den Reproduktionskliniken doch zum Beispiel nach Polen gebracht, um dort in einem sicheren Land zunächst auszuharren, müssen aber dann unbedingt in der Ukraine ihr Kind gebären. Das bedeutet, es sitzen jetzt in Bunkern, sitzen schwangere Mütter, die sozusagen darauf warten, auf die Geburt ihres Leihkindes, gleichzeitig getrennt sind von ihren eigenen Familien, die natürlich irgendwo anders sind, vielleicht sogar auch außerhalb der Ukraine jetzt schon sind. Also da spielen sich schreckliche Szenen im Grunde auch ab, weil das ist absolut menschenunwürdig, dass man diese Mütter, diese Leihmütter hier quasi wie Sklaven jetzt festhält, um dann auf jeden Fall dieses Geschäft also durchführen zu können und diese Leihmutterschaft zu einem Ende zu führen, wie es eben geplant war. Leider ist diese ganze Problematik ja sehr, sehr wenig bekannt. Ich kann mich erinnern, vor anderthalb Jahren ungefähr hat es im Spiegel einen Artikel gegeben. Erfreulicherweise war letzte oder vorletzte Woche auch ein Bericht in der Wiener Kirchenzeitung gewesen, der Sonntag, der auf diese Problematik hingewiesen hat. Bestellt und nicht abgeholt war der Titel damals. Der Geburtseintrag kann ja dann erst erfolgen, wenn die Bestelleltern tatsächlich da sind. Das heißt, die Kinder können auch so lange, wie die Bestelleltern nicht gekommen sind und sich getraut haben, jetzt nach Kiew oder wo immer hinzufahren, wo diese Klinik ist, kann dieses Kind ja hat noch überhaupt gar keinen rechtlichen Status. Das ist das eine. Und die andere Problematik ist, dass natürlich Kinder schon geboren sind, jetzt in dieser ganzen Zeit, seit der Krieg läuft, und nicht abgeholt werden können. Das heißt, es gibt sitzen jetzt ebenfalls in irgendwelchen Kellern, sicheren, halbwegs sicheren Räumen Kinder, die dort versorgt werden, sicherlich oder hoffentlich gut versorgt werden. Es gibt ja sogar kleine Filmchen, die da jetzt durchs Internet gegangen sind, gerade von dieser von dem größten Anbieter ukrainischer Leihmutterschafts-Deals, das ist die Biotex.com. Die haben das im Internet auch öffentlich gemacht, um quasi jetzt Eltern in außerhalb der Ukraine, Bestelleltern zu beruhigen und zu zeigen, dass es den Kindern gut geht. Aber letztendlich ist das natürlich ein fürchterlicher Zustand. Diese Kinder haben ja ein Recht oder brauchen natürlich auch wirklich ihre Bindungspersonen. Das ist eh schon dramatisch genug, dass sie dadurch, dass die Leihmutter nach der Geburt des Kindes normalerweise ja sich direkt von dem Kind trennen muss, das Kind abgeben muss, um erst gar keine Bindung zu dem Kind aufzubauen. Jetzt das alles schon gar nicht mehr funktioniert, weil möglicherweise die Leihmütter bei den Kindern bleiben in dieser Ausnahmesituation der kriegerischen oder auch sonstige Betreuerinnen sich um die Kinder kümmern, die aber wiederum nicht ihre Mütter sind und auch wiederum keine Bindung aufbauen. Also das sind ja ganz wichtige Momente, diese ersten Tage, Wochen eines Kindes auf der Welt. Also da spielt sich jetzt im Grunde auch eine riesen Tragödie ab für viele Kinder, die dort jetzt schon von Anfang an in Bindungsstörungen hineingebracht werden. Also das Ganze ist fürchterlich und man könnte es könnte jetzt wirklich dazu dienen, auch einmal diese Gesamtproblematik von Leihmutterschaft, die ja nicht nur in der Ukraine existiert, sondern weltweit in verschiedensten Ländern, wirklich auch mal endlich ganz kritisch in den Blick zu nehmen und diese ganzen Punkte sich vor Augen zu führen, wie das also ein menschenunwürdiges, wie gesagt, und eigentlich global, international zu ächtendes Modell ist, dass Kinder auf diese Weise verkauft und gehandelt werden.
dass es in der Ukraine jetzt ein Problem gibt, können natürlich auch diese Firmen, die daran ja sehr viel Geld verdienen, BioNTech, haben Sie gerade genannt, können Sie nicht verheimlichen. Deren Werbestrategie ist es eben zu sagen, es ist trotzdem sicher, den Kindern passiert nichts. Nur wird dadurch ja jetzt, wie Sie gerade gesagt haben, auch die grundsätzliche Problematik sonnenklar. Es gibt also gute Gründe, warum Leihmutterschaft auch weiterhin bei uns verboten bleiben sollte. Ich denke mir, das ist ganz klar Ihre Position auch. Welche Argumente könnte man dort noch unterfüttern anhand der Erlebnisse, der Erfahrungen, die man jetzt in dieser Situation macht? Naja, also es werden zum einen die Rechte und die Würde der Frau, nämlich der Leihmutter, wird ganz klar verletzt. Die sehen sich in der Zwangslage, ihre Familie irgendwie gut durchzubringen, ihre eigene Familie durchzubringen und deswegen dieses Geld quasi haben zu wollen, womit eben gelockt wird, um ihren Bauch quasi zu vermieten. Das bedeutet ja nicht nur, dass man sozusagen seinen Körper vermietet. Das bedeutet, geht ja darüber hinaus, dass quasi alles, was man tut, was man isst, was sie trinken und so weiter, wird vorgeschrieben, damit da also auch keinerlei Risiken dann eingegangen werden. Sowohl die Würde der Frau wird verletzt, eine Leihmutter, die ihren Körper vermietet, der vorgeschrieben wird, dass sie keinen Kaffee trinken darf, wie sie jetzt zu leben hat, was sie zu essen hat, ja, dass sie keine Reisen machen darf, um diese Schwangerschaft sozusagen nicht zu gefährden. Und zum Zweiten wird natürlich die Würde des Kindes, um das es da geht, total verletzt. Es wird zum Objekt, zu einem Kauf, zu einem Handelsobjekt, zu einer Ware herabgewürdigt. Es wird, ihm werden quasi seine natürlichen innersten Rechte vorenthalten, von Eltern gezeugt und geboren zu werden, die einander lieben, die dieses Kind als Frucht ihrer Liebe quasi haben, bekommen möchten oder bekommen können. Es wird ihm vorenthalten, dass es mit der Frau, mit der Mutter, in deren Bauch es herangewachsen ist, 9, 10 Monate lang, dann auch verbunden bleiben darf. Das ist quasi diese Bindung, die ja auch das Kind ja ein Stück weit schon aufgebaut hat, weil es nichts anderes kennt als diese Mutter. Es hört diese Mutter während dieser ganzen Schwangerschaft, es riecht sie, es schmeckt sie. Das wird ihm einfach weggenommen anschließend. Also das sind alles, und bis dahin, dass das Kind am Ende von nicht einmal weiß, in wessen Bauch es eigentlich herangewachsen ist. Das alles sind, oder wer auch sein Vater vielleicht ist, also wenn es mit einer anonymen Samenspende passiert ist, da gibt es ja die unterschiedlichsten auch Konstellationen, die jetzt wiederum dieser Leihmutterschaft vorausgegangen sind. Das alles sind massive Menschenrechtsverletzungen, auch wirklich beim Kind. Hinzu kommen natürlich auch medizinische große Risiken, die auch die Frauen wiederum eingehen. Ganz abgesehen noch von den überzähligen Embryonen, die eingefroren werden, von selektiven Abtreibungen. Es ist alles ein riesengroßes ethisches Megaproblem. Wir haben jetzt seit nicht allzu langer Zeit eine neue Koalition, die Ampelkoalition in Deutschland, die sich auf die Fahne geschrieben hat, vieles im Familienrecht zu ändern. Steht dort Leihmutterschaft auch im Regierungsprogramm? Was können wir da erwarten, was in nächster Zeit vielleicht auf uns zukommt in Deutschland? Also es steht ganz klar schon zu erwarten, weil das auch angekündigt wurde seitens der Ampelregierung, dass man die Leihmutterschaft überprüfen möchte, also die jetzige Regelung. Mit anderen Worten, man möchte also dahin gehen, dieses strikte Verbot von Eizellspende, Leihmutterschaft, was es in Deutschland ja zum Glück noch gibt, das aufzuweichen. Das ist schon alles angekündigt, dass man in diese Richtung denkt. Und völlig widersinnigerweise will man ja gleichzeitig die sogenannten Kinderrechte ins Grundgesetz setzen, was ein direkter Widerspruch ist, wenn man einmal bedenkt, dass die Kinderrechtskonvention also ganz klar auch enthält, dass Kinder ein Recht darauf, jedes Kind ein Recht darauf hat, seinen Vater und seine Mutter zu kennen. Also das sind alles unglaubliche Widersprüche und man sieht, es geht letztendlich jedenfalls nicht in eine gute Richtung. Das steht fest. Ja, und wir möchten dieses Thema weiter im Auge behalten und möchten auch Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bitten, mit kritischem Blick auch dorthin zu schauen, was sich sonst hinter den Kulissen alles tut. Frau Hittig von Beverförde, Sie als Demo für alle sind ja auch für andere Themen oftmals aktiv. Was sind die sonstigen Anliegen noch, die jetzt Demo für alle vertritt im Sinne von Familienpolitik?
Also was uns im Moment gerade sehr stark umtreibt, ist das Thema Transgender. Transgender ist ja auch ein Riesenhype, ein Riesenthema. Und wir merken eben, dass vor allem junge Mädchen jetzt sehr, sehr stark in diesen Sog drin sind, ihr eigenes Geschlecht zu hinterfragen und möglicherweise eben ihr eigenes Geschlecht zu wechseln. Auch da befinden wir uns in einer sehr, sehr problematischen Entwicklung gerade. Und wir haben da gerade ein kleines Video gemacht, ein kleines Animationsvideo, wo man also wirklich in 2,5 Minuten, glaube ich, ganz einfach erklärt bekommt, worum es eigentlich bei dieser ganzen Problematik geht und was die Gefahren sind. Also das kann ich an dieser Stelle empfehlen. Vielleicht können Sie das ja dann auch nochmal mit verlinken. Denn wir haben da tatsächlich gerade in diesen ganzen Themen Familie, was ist eigentlich eine Familie, was ist Geschlecht, ja, haben wir gerade riesige Umbrüche und geradezu eine Revolutionierung, die da vor uns liegt. Es sind vielfach auch unangenehme Themen, zumindest für viele von uns. Wir verdrängen das gerne. Umso wichtiger ist es, das auch weiter im Auge zu behalten. Ich freue mich immer über die Informationen, die ich auch über Ihren Rundbrief bekomme. Übrigens, den kann man bestellen. Demo für alle. Da sind aktuelle Informationen drin. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau von Beverförde. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke fürs Zusehen. Bis ein andermal. Herzlichen Dank, Herr Hoffmann. Mein Geschlecht bestimme ich. Beliebige Wahl des eigenen Geschlechts. Das wollen Transgender-Aktivisten mit der Ampelregierung durchsetzen. Ist das fortschrittlich oder gefährlich? Klar ist, Menschen, die sich in ihrem biologischen Geschlecht unwohl fühlen, gab es schon immer. Bis vor kurzem waren es aber nur sehr, sehr wenige. Doch seit einer Weile steigt ihre Zahl in der westlichen Welt sprunghaft an. Was ist da los? Die Forschung zeigt, Jugendliche mit einer Transperson im Freundeskreis bezeichnen sich oft wie aus heiterem Himmel selbst als trans. Es kommt zum Beispiel vor, dass sich in kleinen Dörfern gleich mehrere Personen innerhalb kurzer Zeit outen. Statistisch eigentlich extrem unwahrscheinlich. Bislang ist es so: Wer sein Geschlecht offiziell ändern will, muss verschiedene Bedingungen erfüllen. Zum Beispiel psychologische Gutachten und Erklärungen abgeben, die belegen, dass diese Entscheidung wohlüberlegt und endgültig ist. Künftig soll der Geschlechtswechsel aber durch reine Selbstauskunft möglich sein. Die Biologie soll gar keine Rolle mehr spielen. Sogar für Kinder. Es wird behauptet, Kinder, die sagen, dass sie trans seien, sind auch trans. Egal wie alt sie sind. Und auch gegen den Willen der Eltern. Mit fatalen Folgen. Dieselben Kinder, denen es aus guten Gründen verboten ist, sich zum Beispiel tätowieren zu lassen, sollen einfach so Zugang zu Pubertätsblockern, Hormonen und Umoperationen bekommen. Was die meisten nicht wissen, viele Transgender bereuen diesen Schritt später und wollen zu ihrem biologischen Geschlecht zurück. Doch die Einsicht kommt oft zu spät. Die schädlichen Folgen von Pubertätsblockern, Hormonen und Operationen sind dauerhaft, nicht selten lebenslang. Das Gefühl, im falschen Körper gefangen zu sein, wird so zur unumkehrbaren Realität. Lassen Sie nicht zu, dass das passiert. Bestellen und verbreiten Sie unsere kostenlose Aufklärungsbroschüre. Spenden Sie für eine Informationsplattform für Kinder und Jugendliche unter www.demofüralle.de/transgender.